Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich generell, dass ich in meinem Beruf mit so vielen netten Menschen zu tun habe. Das ist so angenehm, wenn die Persönlichkeit, mit der man zu tun hat, einfach angenehme Charaktere sind. Und man kann wirklich glücklich sein, wenn man im Tagesgeschäft mit Menschen zu tun hat, die fair sind, die offen sind, die kritikfähig sind, die Kritik geben. Und ich fühle mich wohl mit Ihnen zusammen, Kunden, Geschäftspartnern. Und ich komme deswegen darauf, weil wir letztes Jahr doch so viel über die Maschine gesprochen haben in unserem Geschäft. Und dieses Jahr wollte ich das Thema drehen und über den Menschen in unserem Geschäft sprechen und welche Rolle er spielt. Darum ist es schön, dass Sie hier sind und ich fühle mich sehr wohl, in Ihrer Menge zu sein. Wir hatten letztes Jahr auf der Value-Konferenz über den Aufstieg der Maschinen gesprochen. Da war der Professor Schmidhuber da, der sprach darüber, wie in 20 Jahren es keine menschliche Tätigkeit mehr geben wird, die ein Computer nicht besser machen kann. Der sprach von den selbstfahrenden Autos. Wir sprachen über das High-Frequency-Trading. Und dieses Jahr wollte rückwärts machen, einen Rückblick auf den Menschen in unserem Geschäft, solange es ihn noch gibt und solange er noch eine Rolle spielt. Denken wir daran, dass Menschen die Konzepte geprägt haben, mit denen wir heute arbeiten. Das ist so selbstverständlich, wenn man spricht über Sicherheitsmarge oder Burggraben oder Moat oder a wonderful business at a fair price. Aber das sind ja Menschen, die diese Begriffe geprägt haben. Das Thema Moat von dem Pat Dorsey, den Sie vor ein paar Jahren hier gehört haben. Das ist ein Mensch, der diesen Begriff aufgebaut hat, erforscht hat, ein Buch darüber geschrieben hat, Research dazu regelmäßig abgeliefert hat, auch heute noch tut. Und wir tun so, wir nehmen das als selbstverständlich hin. Und wenn ich in meinem Geschäft oder wenn wir in der Firma diskutieren, hat die Firma einen Moat, dann gab es Leute, die haben das Konzept erstmal erfinden müssen, damit ich heute damit arbeiten kann. Und ein paar dieser Menschen wollen wir heute vorstellen. Dann ein ganz großes Thema. Hervorragende Ergebnisse sind nur möglich, wenn man von der Menge abweicht. Mit Konformismus kriege ich Konformismus-Ergebnisse, Durchschnittsergebnisse. Es braucht Persönlichkeit, um herausragende Erfolge zu erzielen. Und das wird ein Thema für heute Nachmittag sein, wo einige Persönlichkeiten entweder sich selber vorstellen oder vorgestellt werden, weil sie so dramatisch sich gegen die Menge stellen oder gegen den Konsens stellen und auf diese Weise Erfolge erzielen. Und dann ein Thema, das auch interessant ist, wir kommen in die Grenzbereiche hinein. Herausragende Menschen, ob positiv oder negativ, sind häufig auch ungewöhnliche Menschen. Es gibt so das 0815-Kind, das dann eben zum Spielen rausgeschickt wird und dann auch mal ein Buch liest. Und da gibt es die Kinder, die nur sich verkriechen in ihren Büchern, sich nur mit ihren Elektrowerkzeugen beschäftigen. Ich erinnere da an den Bill Gates. Seine Mutter ging mal zum Psychologen und fragte, ich kriege dieses Kind nicht gebändigt, es macht das, was es will. Wie kann ich den Jungen denn in den Griff kriegen? Und der Psychologe sagte, Sie werden ihn niemals in den Griff kriegen können. Er wird Sie immer unter Kontrolle haben, weil er so anders ist in seinem Vorgehen, seinem Denken. Bei manchen sieht man schon im Kindesalter, wie Charakterstärke, Eigenschaften sich herausbilden. Und da kommen sehr ungewöhnliche Menschen heraus mit teilweise sehr ungewöhnlichen und herausragenden Erfolgen. Wie ist der Tag aufgebaut? In der Vergangenheit haben wir sehr viele externe Sprecher gehabt. Wir wollten dieses Mal den Vormittag nutzen, um ein bisschen über uns zu erzählen. Das kam doch in den letzten Jahren ein wenig zu kurz. Sie wissen ja häufig gar nicht, was bei uns so im Labor passiert, an welchen Konzepten wir arbeiten. Und darum der Vormittag bis zur Mittagspause. Was gibt es Neues bei uns? Das sind drei Themen. Das ist A, die Modulor-Reihe, über die Herr Schwem etwas berichten wird. Also die quantitativen Modelle, brauchen die den Menschen überhaupt? Dann das Thema Dividende, ein Thema, das jeder im Munde hat. Und der Kröger wird etwas berichten darüber, dass Dividende als Signal allein nicht ausreicht. Man braucht noch die Menschen dazu und auch die Maschine und die Kennziffern dazu, um die richtigen Dividendenaktien zu finden. Und das Thema Quantenstein. Das ist nicht Frankenstein, sondern Quantenstein. Der Herr Schweter, heute frisch aus dem Vaterschaftsurlaub zurück, sein erster Arbeitstag wieder, wird darüber berichten, was sich bei uns im Labor tut und wird über Wortwolken und Benford-Analysen und
forensische Datenanalyse etwas sprechen. Man wird nicht alles verstehen, aber es wird mit Sicherheit interessant. Dann haben wir eine längere Mittagspause mit Hamburgern. Jetzt haben wir den Michael O'Brien da und da dachten wir, wir müssen doch heute Mittag etwas amerikanisieren. Es gibt Hamburger. Letztes Jahr waren wir ja ein bisschen vegetarisch orientiert. Dieses Jahr gibt es Hamburger. Und heute Nachmittag steht im Zeichen der Great Minds of Investing. Nach der Mittagspause werden Sie das Buch in die Hand bekommen. Und dann direkt anschließend werden drei große Investoren in vier Porträts dargestellt. Sie werden zweimal über Warren Buffett hören. Einmal, indem Michael O'Brien darüber spricht, wie eine Begegnung mit Warren Buffett im Jahr 88 sein Leben verändert hat, effektiv verändert hat. Sie werden Dr. Gisela Bauer hören, die ihn mindestens 20 Mal schon interviewt hat und die sagt, sie kennt ihn in- und auswendig. Sie hat neulich einen Fernsehbeitrag gemacht zu seinen karitativen Tätigkeiten. Es gibt kaum eine Person in Deutschland, die Buffett besser kennt als Gisela Bauer. Herrn Kaldemorgen kennen Sie als früheren Chef der DWS. Auch ganz ungewöhnlich, er war mal Manager und hat sich dann wieder zurückgezogen in die Investmentrolle, weil er sagt, das ist die Rolle, die ihm besser liegt. Und er wird darüber sprechen, was es braucht, um seine guten Erfolge zu erzielen. Eine starke Persönlichkeit. Und Isabel Levy kommt aus Paris heute. Auch sie ist porträtiert in dem Buch. Sie beschäftigt sich sehr mit Psychologie. Und sie wird darüber sprechen, dass sowohl die Manager, die wir als Investoren ja vor uns haben, als auch wir als Investoren selber in Gefahr stehen, gefallen zu wollen. Die Manager wollen den Investoren gefallen und schöne, plausible Zahlen abliefern. Und die Investoren wollen wiederum den Endkapitalgebern, den Kapitalsammelstellen gefallen und schöne, geglättete, indexkonforme Ergebnisse abliefern. Und sie sagt, das ist ein großer Fehler. Es braucht Querköpfe, die sagen, ich will nicht gefallen, ich will gute Ergebnisse abliefern. Und dann ganz, ganz aufregend müssen Chefs verrückt sein. Der letzte Vortrag von Dr. Hossip von der Ruhr-Universität Bochum, der über psychische Anomalien bei Top-Managern reden wird. Das wird ein gutes Thema. Ich werde Sie gleich noch hinführen mit vielen Videos. Ich glaube, es wird viel Gesprächsstoff liefern. Und dann geht es direkt zum Cocktail und zum Abendessen, denn die Kunstführung dieses Jahr findet nicht statt. Meine Frau hat schon Ihnen alles gezeigt, was es zu zeigen gibt. Sie kennen ja schon alles und wir wollten direkt in die Cocktails reingehen und von da zum Abendessen. Und ich wollte Ihnen auch den Regen für heute ansagen. 14 Uhr und 18 Uhr wird es kurz regnen. 14 Uhr passt, weil dann kommen wir direkt wieder in den Saal zurück. 18 Uhr, da müssen wir schauen, wie wir es mit dem Cocktail hinbekommen, ob wir draußen stehen oder drinnen. Das ist die Gliederung des heutigen Tages. Der längste Vortrag, den Sie ertragen müssen, ist von mir eine Stunde. Die anderen sind kürzer und knapper und pfiffiger. Wie geht es uns eigentlich? Arcatis ist Gastgeber heute. Als wir angefangen haben mit der ersten Value-Konferenz, hatten wir ein paar hundert Millionen. Wir liegen jetzt bei etwa 3,5 Milliarden Assets under Management. Da sind einige Großmandate drunter von deutlich mehr als 100 Millionen. Die sehen Sie in den Publikumsfonds gar nicht. Aber es gibt einige Kunden, Family Office, die sagen, wir wollen gern diskutieren, welche Aktien werden in 10 Jahren noch Bestand haben, was sind die wirklichen langfristigen Themen und die sich um Indizes gar nicht kümmern, sondern sagen, wir wollen große Vermögen über lange Zeiträume erhalten. Und das sind teilweise Dialoge, die über ein Jahr laufen oder länger, bis sie schließlich in Mandaten münden. Also das ist sozusagen hinter der Oberfläche, die Sie an den Publikumsfonds sehen, steckt nochmal eine zweite Schicht an wirklich hochinteressanten und sehr, hoffentlich sehr langlebigen Kundenbeziehungen. Unser Wachstum hält an. Das Schöne ist, dass wir mehrheitlich outperformen im aktuellen Jahr. Es ist immer leichter, mit Rückenwind neue Kunden zu gewinnen, als mit Gegenwind. Dann ist natürlich der ganze Aktienmarkt im Moment wieder am Laufen. Und wir spüren auch, das Interesse der Aktienanleger kommt wieder. Das fing an vor 1-2 Jahren, als die ersten Institutionellen wiederkamen. Das geht jetzt auf die breiteren Family Offices. Und die ersten Privatkunden lassen sich wieder blicken und sagen, ich möchte in die Aktien reingehen. Und das ist ein Trend, der wahrscheinlich nach meiner Ansicht so etwa 2 Jahre anhalten wird. Ich bin ja sehr bullisch für den Aktienmarkt und glaube, dass wir einen langen, langen Boom vor uns haben, getrieben durch die billigen Zinsen. Und unten sehen Sie das Arcatis-Team.
bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da war Herr Lübberstedt Gastgeber, der dort auf dem Boden irgendwo relativ locker, nicht ganz angespannte Haltung zu finden ist. Das war, glaube ich, ein Brasilien-Spiel. Frankreich, aber ich bringe die durcheinander, aber es war irgendwas mit Fußball und Weltmeisterschaft und so. Und hier sehen Sie einen Großteil des Teams, wir machen regelmäßig ja Exkursionen und hier sehen Sie einen Großteil des Teams in fröhlicher Runde vereint. Und da möchte ich auch mich kurz bedanken. Es macht Spaß, mit einem guten Team zu arbeiten. Das ist einfach eine feine Sache. Der erste Vortrag. Ich gehe jetzt ganz kurz durch, was Sie erwartet durch den Tag und will das immer anreißen. Es wird eine gewisse Doppelung geben, aber dann wissen Sie ungefähr, wie der Themenbogen sich durch den Tag durchspannt. Vortrag Nummer 1 von Herrn Schwem. Herrn Schwem haben Sie vor 5 Jahren hier schon gehört, als er mit seinen Quantenmodellen vorstellte. Und er verantwortet die Modulor-Produktreihe. Genau das Gegenteil von dem, was wir bisher immer gemacht haben, nämlich Einzelaktien in die Hand zu nehmen, zu prüfen, zu evaluieren, 1 Monat, 3 Monate, 5 Monate zu studieren und dann sich zu entscheiden. Und er kommt von der mathematischen Seite und er modelliert Portfolien. Und er braucht immer viel Zeit dafür. Und dann denke ich, was macht er dann die ganze Zeit dazu? Er sollte auf den Computer, auf den Knopf drücken und dann kommt ein Portfolio raus. Und er sagt, nein, die Modelle brauchen den Menschen in der Steuerung. Es nützt nichts, dass ich da am Computer was mache. Ich muss die Parameter einstellen, ich muss justieren. Und darum heißt der Vortrag, Quant braucht Ingenieure. Es braucht Leute, die die Maschinen einstellen, steuern, korrigieren, auch mal overriden, wenn der Computer Unsinn herausgibt. Herr Kröger mit seinem in dem dann folgenden Vortrag, das sind jeweils Kurzvorträge von etwa 20 Minuten mit ein paar Minuten Diskussionsmöglichkeit, Value und Dividende. Der wird nochmal ein paar gängige Vorteile aufnehmen, nämlich dass die Dividende einen großen Teil des Ertrages darstellt. Er wird ein paar Fakten dazu liefern, er wird auch sagen, welche Vorurteile nicht stimmen. Und dann wird sein Punkt sein, dass es mehr dazu gehört als nur Dividende, nämlich eine Wertschöpfung und ein gutes Management. Und nur mit diesen beiden Zusatzfaktoren kann man wirklich gute Performance erzielen. Das ist das Thema seines Vortrags. Dann das Thema quantitative Arbeiten. Das wird Herr Schweter sein. Ich möchte ein bisschen einleiten. Vor einem Jahr haben wir über künstliche Intelligenz gesprochen. Was hat sich im letzten Jahr getan, wenn Sie Zeitung lesen? Ein Kochbuch ist herausgegeben, produziert von einem Kochcomputer. Ich habe das gekauft in Omaha, zu einem günstigen Preis, $5, das kostet jetzt im Handel 25, ich habe es günstig gekriegt, direkt bei IBM. Cognitive Cooking with Chef Watson. Chef ist im Amerikanischen ja der Küchenchef und Watson ist der Computer, die künstliche Intelligenz von IBM. Ich koche gerne mit Watson, also ich bin meine Frau erträgt mich als Koch, aber mit Watson gelingen mir manche Gerichte recht gut. Ich gebe ein, ich habe 3 Sachen im Kühlschrank. Das weiß ich, da ist noch Hühnchenfleisch und noch Mais irgendwo und dann noch Erdnüsse und vielleicht Sojasauce. Gebe das dem Computer ein und der Computer schlägt mir 100 Kochrezepte vor, die ich mit diesen 4 Zutaten machen könnte. Und ich kann auf der Skala fahren von ganz konservativ, linker Rand, bis ganz kreativ, rechter Rand. Und dann picke ich mir ein Rezept raus. Und das Witzige ist, meine Frau isst es gerne auf, was ganz ungewöhnlich ist, wenn ich mich da mal versuche. Das schmeckt. Das ist das erste Versuchslabor für die Öffentlichkeit, das IBM da vorstellt. Natürlich geht da sehr viel auch im Gesundheitssektor aktuell, Wissensverarbeitung im weitesten Sinne. Da kann man als Konsument mal rumspielen und mal gucken, was ein Computer so an Intelligenz liefert. Und auch wieder ist mal das Thema, der Mensch wird gebraucht. Denn wenn Sie, der Computer gibt zum Beispiel aus, ich brauche Avocado und Mohrrüben in der Mischung. Und wenn man das mischt, kommt eine braune, hässliche Soße raus. Das weiß der Computer nicht. Und darum schlägt dann der menschliche Koch vor, die beiden Zutaten zu trennen, das eine an den Rand zu legen, das andere sozusagen zu pürieren, damit das Rezept auch wirklich verdaulich ist für den Menschen. Auch da wieder das Thema, der Computer ist im Moment noch schon sehr kreativ, aber er braucht den Menschen, der eingreift und sagt,
so und so ist es wirklich nutzbar. Roh aus der Maschine kommt teilweise Unsinn heraus. Aber wir sehen, dass der Computer sich in unsere Alltagsbereiche hineinbewegt. Wir haben über das selbstfahrende Auto ein wenig gesprochen letztes Jahr. Das hat Professor Schmidhuber vorgestellt. Der ist ja 1996 schon mit einem selbstfahrenden Auto durch Deutschland gefahren. Einmal quer durch, ohne dass die Hand am Steuer war. Inzwischen berichtet Google, dass man 1,7 Millionen Meilen schon zurückgelegt hat in selbstfahrenden Autos in 6 Jahren. Es sind derzeit 23 Lexus dauernd unterwegs auf der Straße in Kalifornien, also praktisch ohne Menschen. Und es hat in der Zeit 11 Unfälle gegeben. Und von den 11 Unfällen waren fast alle durch Menschen verursacht. Dass irgendjemand mal die Spur schnitt, dass jemand hinten, ich glaube 7 Auffahrunfälle von hinten. Im Prinzip ist die Fehlerquelle der Mensch geworden und nicht das Auto. Das hat große Konsequenzen. Zunächst mal wird das selbstfahrende Auto recht bald kommen. Also 2025 ist, glaube ich, viel zu spät. Ich vermute, in den nächsten 2-3 Jahren werden wir schon die ersten Vorstufen haben. Bei LKWs zum Beispiel in den USA, wo die Fahrer teilweise hoffnungslos übermüdet sind. Selbstfahrende LKWs, die sich in Konvois einreihen. Das wird einiges verändern. Die Versicherungen werden sich verändern, weil die Schäden runtergehen werden. Da ist nichts mehr zu regulieren, wenn keine Schäden mehr entstehen, weil das Auto rechtzeitig bremst. Haftungsthemen oder Prioritätsthemen. Gebe ich meinem Auto den Vorrang oder dem Fahrradfahrer den Vorrang, wenn der Computer entscheidet, bremsen oder nicht bremsen? Da geht es um Güterabwägung, die der Computer treffen muss. Spannende und schwierige Themen. Aber es wird Realität werden und wir sind ganz kurz davor. Ja, und dann habe ich hier einen Shakespeare-Auszug, nachgedichtet von einem gewissen Andrei Karpathy und Torch Seven. Und ich lese vor. Mark Antony, how I have done them to you, I would to sow them in it, that way is the ingrateful brook. Marcellus, tell us, break it, for I hear not every shore. Deny thee, sir, I must bear him to run. I'll put him from dangerous and heavy judgments, for they wretch their qualities with death together and take not his sword. Demetrius, come, go thy wreck, for now, O Merle, do I know but the valiant world before I fear, and mail no cause in bristing sorry and behold your friend. But with my deed I do not throw you, boy. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber es hört sich gut an, oder? Da hat Andrei Karpathy ist ein Student an der Stanford University und Torch 7 ist ein Computerprogramm. Und er hat die kompletten Werke von Shakespeare reingeworfen und ich glaube 500 Mal lernen lassen, bis der Computer etwas herausgeben konnte, was aussieht wie Shakespeare. Am Anfang konnte der Computer keine Worte bilden. Dann kamen die Worte, dann kamen die Satzzeichen und dieses Satzbild mit dem Sprecher, der Zeilenlänge, dem Silbenfluss, ist komplett computergeneriert. Da hat kein Mensch was dazu getan. Und warten wir noch 2-3 Jahre ab, wenn der Computer in der Lage sein wird, Sinn hineinzugeben, können wir nicht mehr richtig unterscheiden, was kam von der Maschine, was kam von Menschen. Es gibt eine Quelle dazu, die steht unten drunter. Das sind etwa 1000 Zeilen Pseudo-Shakespeare. Schauen Sie einfach mal rein. Ich finde das einfach unglaublich. Und das ist doch der Gipfel der Kreativität. Shakespeare, oder? Und der Computer kommt so nah ran. Torch 7 kann das so gut. 2-3 Jahre und die Romane werden vom Computer geschrieben. Die Zeitungsmeldungen werden eh zum großen Teil vom Computer geschrieben. Das hatten wir letztes Jahr auch schon. Die Bloomberg-Nachrichten werden großen Teil vom Computer geschrieben. Viele Sportnachrichten werden von der Maschine geschrieben. Und wir hatten neulich bei einer Versammlung des Bankhauses Hauck 3 Beispiele nebeneinander gelegt. Und die Menschen sollten abstimmen, welche kommen vom Computer und welche vom Menschen. Und wir konnten es nicht unterscheiden. So, und da müssen wir natürlich auch mitmachen als Akatis, denn wenn da so etwas Dramatisches passiert, müssen wir schauen, dass wir irgendwie dabei sind. Und ich liste mal so ein bisschen, was wir aktuell dort tun. Mit
dem Dr. Meyer-Sieg sind wir dabei, Textanalyse zu betreiben. Da wird Herr Schweter gleich drüber erzählen. Mit Clueda, das ist eine Gesellschaft aus dem Bankhaus Baader, ein ähnliches Experiment, können wir Geschäftsberichte auslesen. Herr Schweter wird gleich selber berichten. Mit einem Professor Henselmann arbeiten wir am Thema forensische Datenanalyse. Können wir erkennen, ob Firmen betrügen oder nicht in ihrem Zahlenwerk? Thema Bewertung. Kevin Endler bei uns, Experte für neuronale Netze, lässt gerade derzeit 8 Rechenkerne laufen, um irgendwie herauszubekommen, können wir Bewertungen einer Firma besser hinbekommen, als wir als Menschen, indem der Computer selbstständig lernt und sich selber korrigiert. Der Computer bekommt die Rohdaten aus der Bilanz und soll einen Wert ermitteln für die Firma. Was anderes machen wir als Menschen auch nicht. Kann der Computer das besser als wir oder nicht? Im Moment noch nicht. Aber, wie gesagt, er rödelt ja gerade derzeit. Und wir sind seit einem Jahr dabei, Modell für Modell zu testen, um immer näher ranzukommen an diese Wahrheit und zu schauen, wird er uns bei der Bewertung in Zukunft nicht helfen können oder nicht. Mit der DPG, der Deutschen Performance-Messungsgesellschaft, sind wir dabei herauszubekommen, wo verdienen wir eigentlich unser Geld? Ist auch eine interessante Frage. Sie denken ja, wir wissen das immer. Aber liegt das daran, dass wir in der richtigen Branche unterwegs waren? Mit der richtigen Aktie? Haben wir von der richtigen Aktie in der falschen Branche zu viel oder zu wenig? Haben wir von der falschen Branche mit den falschen Aktien zum Glück zu wenig gehabt? Also diese ganzen Stellgrößen soll uns die DPG ein bisschen auseinanderfieseln, damit wir wissen, was war Glück, was war Geschick, was war unbewusstes Geschick und was sind wirklich unsere Fähigkeiten, die wir haben. Im Bereich der statistischen Auswertung, auch ein Thema, das wir heute nicht vertiefen werden, wer sind eigentlich die Langfristgewinner unter den Firmen? Ein Thema, das ja auch die Kollegen bei Garnier immer sehr intensiv beschäftigt. Können wir identifizieren, welche Firmen über lange, lange Zeiträume sich durchsetzen? Und wir haben da Analysen laufen lassen. Wer sind die Top-Spieler in jeder Branche? Wer gewinnt Marktanteil sehr stetig hinzu? Wer gewinnt Marge stetig hinzu? Und wer gehört potenziell zu den Losern, indem er immer weiter zurückfällt? Und mit diesen Filtern arbeiten wir heute schon im Tagesgeschäft. Unser Portfolio wird also immer wieder gecheckt. Haben wir die richtigen Siegerfirmen drin oder haben wir tendenziell Loser eingekauft, die abschmieren könnten? Dann gibt es Aktienmuster, sogenannte Wolken, das Zeichen gleich, und das Thema Quantenstein, da will ich nicht so viel erzählen. Das wird alles der Roland Schweter erzählen. Das alte Vorurteil kennen Sie, Kapitalmärkte sind effizient und wir wissen doch sehr deutlich, dass das so nicht stimmt. Und wir brauchen darum neue Werkzeuge, die Herr Schweter mal anreißen wird, weil sie noch nicht alle im Einsatz sind. Er wird über die Wortwolken sprechen. Das ist so eine, können Sie nicht lesen natürlich. Aber das ist der Berkshire Hathaway Geschäftsbericht der letzten 20 Jahre in Struktur gebracht, vom Computer gelesen und in eine Form gebracht und die Worte in Beziehung zueinander gesetzt. Ich will nur Appetit machen. Das ist das Thema von Clueda. Da war die Aufgabe, nehmen Sie bitte 4 Geschäftsberichte und versuchen Sie jeden Geschäftsbericht auf die 15 wichtigsten Sätze runter zu konzentrieren. Das haben die Kollegen von Clueda auch sehr schön gemacht. Wir wissen noch nicht, ob wir dort weiterarbeiten werden, denn die 15 Sätze sagen mir nicht, ob es noch wichtigere Sätze sind oder ob ich eventuell was überlesen habe. Also man bekommt da ein Resultat, aber fühlt sich noch nicht wohl dabei, ob es wirklich das Wesentliche war. Und man will immer noch im Kontext schauen, habe ich was verpasst oder eventuell nicht. Dann Dietmar Meyer-Sieg, der über den Roland Schweter auch berichten wird, können wir logische Strukturen in diesen Geschäftsberichten erkennen. Hier mal ein Satz, our revenue growth could decline over time and we anticipate downward pressure on our operating margin in the future. So, da haben wir einen Zeitindikator, we anticipate, also da liegt was in der Zukunft vor uns, das wir mit einer Wahrscheinlichkeit einschätzen. Da haben wir ein Schlüsselwort, nämlich die Growth Rate, die Wachstumsrate, ein Qualifier, könnte, could, ein Schlüsselwort, decline, oder Downward Pressure und noch ein Keyword, nämlich Operating Margin. Können wir solche Strukturen herauslesen aus den Geschäftsberichten, um einen Sinn drin zu finden oder sagen wir, die versteckten Signale aufzufangen? Und das ist das Quantenstein-Team, auch da möchte ich Herrn Schweter nicht allzu viel.
Das ist der Vormittag. Am Nachmittag werden Sie dieses Buch erhalten, The Great Minds of Investing. Und das Thema ist der Mensch, der die Konzepte geprägt hat, die heute von der Maschine verfeinert und verbessert werden. Wir kennen die Namen der Wegbereiter, aber nicht die Akteure des Alltags. Wenn ich Sie frage nach der Fliegerei, dann kennen Sie sicherlich den Schneider von Ulm. Sie kennen den Otto Lilienthal, Sie kennen die Gebrüder Wright, Sie kennen Charles Lindbergh, Juri Gagarin, Neil Armstrong, erster Mann auf dem Mond, vielleicht ein Baumgartner, der neulich aus der Stratosphäre runtergesprungen ist. Das sind Namen, die Sie mit Sicherheit kennen. Wie hieß der Pilot Ihres letzten Lufthansa-Fluges? Kennen Sie überhaupt einen Piloten, der Sie jemals geflogen hat mit Namen? Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann sind die ersten Leute in der ersten Kategorie, die sozusagen die Pioniere, die die Welt vorwärts gebracht haben, den ersten Flug überhaupt, den ersten erfolgreichen Flug, den ersten Motorflug, den ersten Transatlantikflug, den ersten Raumfahrer, den ersten Mann auf dem Mond, den ersten Stratosphärenspringer. Das waren sozusagen die Leute, die die Pflöcke eingeschlagen haben. Die Leute, die heute das Geschäft betreiben, sind noch nötig, aber wir kennen sie nicht mehr. Und ähnlich auch in der Investmentwelt. Sie kennen Buffett, Sie kennen Munger, Sie kennen auch vielleicht John Bogle von Vanguard, Sie kennen George Soros vom Namen sicher her. Aber wie ist denn der Konstrukteur Ihres letzten ETFs? Vollkommen unbekannte Menschen. Und wer hat eigentlich den DAX erfunden, mit dem wir so viel arbeiten? Wer hat den MSCI World Index erfunden? Wir wissen es nicht. Und darum ganz starker Akzent nochmal heute auf die Leute, die die Konzepte geschaffen haben, mit denen wir heute in der praktischen Welt arbeiten, dass wir nochmal innehalten und sagen, das waren die großen Meilensteine, die großen Meinungsführer, die die Branche als Ganzes vorwärts gebracht haben. Bevor die Maschinen uns nun überrollen, denken wir noch einmal die Menschen, die das Investieren zu einer Profession gemacht haben. Das Investieren ist ja gar nicht so alt, das ist ja erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Der erste Investmentfonds, ich glaube der Pioneerfonds, war glaube ich 1927, 1928 in der Größenordnung und davor gab es das gar nicht. Davor gab es Unternehmer, davor gab es Spekulanten, aber den Beruf des Investierens, des Investors gab es nicht. Ein frühes Buch ist das von Lawrence Livermore, Reminiscences of a Stock Operator, wo er über seine Spekulationszeiten spricht, rund um das Jahr 1900. Aber das war ein purer Zocker, der irgendwelche Telegrafenmeldungen nahm, dann handelte, versuchte Kurse zu manipulieren, der in irgendwelchen Hinterhof Pseudo-Börsen Transaktionen machte, mehrfach alles verloren hat und sich nachher, glaube ich, auch umgebracht hat wegen Misserfolgs. Das ist das erste Buch, das es über das professionelle Investieren gibt, das die Wissenschaft sich damit beschäftigt, haben wir eigentlich erst seit Benjamin Graham, der aus der Bilanzanalyse eine Wissenschaft gemacht hat. Das musste alles mal erfunden werden. Und seit den 50er Jahren haben wir die Stilentwicklungen, dass es Investmentfirmen gibt, die eigene Stile haben, die praktisch Generationen von Investoren prägen, die diesen Stil in die Breite führen. Herr Muhl hat in den letzten Jahren ein paar Mal darüber berichtet, über diese Denkschulen, die sich entwickeln. Und es ist auch gerade frisch ein Buch herausgekommen, die Genealogie der amerikanischen Finanzwelt, vor wenigen Tagen herausgekommen, wo auch diese Stammbäume mal aufgezeigt werden. Wer hat eigentlich bei wem gelernt und wo kommen Denkschulen her? Wenn ich heute investiere, stehe ich auf den Schultern dieser Giganten. Wenn ich heute mit einem Konzept wie Sicherheitsmarge oder Barwert oder Residual Earnings arbeite, dann hat das jemand vorher erfunden. Und diese Giganten, um das mal ganz klar zu sagen, haben mein Leben verändert. Ich wäre nicht das, was ich heute bin, gäbe es diese Menschen nicht. Und es trifft wahrscheinlich für viele von Ihnen auch zu, nur weil wir erkannt haben, was gut ist und was funktioniert, sind wir überhaupt erfolgreich geworden. Hätten wir auf die falschen Pferde gesetzt, säßen wir nicht hier.
Ich habe Buffett in den Anfang der 90er Jahre entdeckt. Ein Kollege, der Johannes Malp, hatte mir von dem Herrn Buffett erzählt. Ich habe 5 Jahre lang nicht zugehört, dann 91 die erste Aktie gekauft, dann mal nach Omaha geschrieben, ob ich nicht die Geschäftsberichte haben könnte. Kam ein Brief zurück, ich soll bitte $20 in Umschlag tun. Ich habe $20 hingeschickt, da kamen die 20 Geschäftsberichte zurück. Ich habe einen Sommer lang im Schwimmbad alles durchgelesen. Und ich war an sich Anhänger der effizienten Markttheorie und plötzlich habe ich gemerkt, das war alles Unsinn, was ich gelernt habe. Dieser Buffett hat recht und die effiziente Markttheorie, es ist eine Theorie, die ganz nett ist, aber zum Investieren brauche ich das Denken eines Warren Buffett. Und wenige Jahre später habe ich die eigene Firma gegründet und damit muss ich wirklich sagen, Buffett hat mein Leben verändert. So doof sich das auch anhört, so trivial das sich anhört. Ein Mensch hat mein Leben verändert und meinen Erfolg herbeigeführt, um es ganz klar zu sagen. Ich hätte irgendwas anderes auch sicher werden können. Aber ich habe das gefunden, was mir liegt. Ich habe mit Buffetts Rezepten und Mangas Rezepten Erfolg gehabt. Ich muss ihnen dankbar sein. Und dieses Buch soll eine Art Denkmal und Monument für diese Herren sein. Das ganze Geschäft hat sich verändert. Sie sehen es, wir verändern uns auch. Es ist ein Geschäft von Maschinen, Indizes und Millisekunden geworden. Man wundert sich, was an den Märkten passiert. Teilweise werden ja Gerüchte danach gemessen, in wie vielen Mikrosekunden sie umgesetzt werden am Markt. Da wird also wirklich die Lichtgeschwindigkeit gemessen von Chicago nach Washington und nach New York, um zu gucken, wo kam die Meldung eigentlich her, weil sie über den einen Weg eben, was weiß ich, 3 Mikrosekunden schneller oder langsamer ist, und man genau weiß, wo das Gerücht herkam. Das ist eine Welt, da will ich gar nicht mithalten, aber sie ist real. Sie hat Einfluss auf mein Leben, auf ihr Leben und ich muss mich ihr stellen, weil ich kann nicht weglaufen davor. Die Maschinen werden immer dominanter. Die Maschinen sind dabei, den Menschen zu schlagen, noch ist es nicht so weit. Der durchschnittliche Investor wird überflüssig. Ich habe viel Diskussion mit dem Falk Yaguchu. Sterben wir aus oder nicht? Und ich glaube, das ist wie in der Kunst. Das ganze Mittelmaß brauche ich nicht. Es gibt ein paar, die wirklich richtig gut sind. Und das ganze Mittelmaß ist eigentlich überflüssig. Meine These ist, dass die Maschinen das Mittelmaß, den mittelmäßigen Investor überflüssig machen und die Profilierten übrig lassen. Denn die brauche ich noch in Zukunft. Die Profilierten, die sagen, all das ergibt keinen Sinn oder ich habe ein ganz anderes Konzept, um an die Welt heranzugehen. Und das Alltagsgeschäft wird von den Maschinen betrieben werden. Wir sehen heute schon, dass 80% der Börsenumsätze von Maschinen gemacht werden. Das wird immer mehr werden. Und trotzdem braucht es eben die Querköpfe, die Denker am Rand, die ein starkes Profil sich aufrechterhalten und dagegenhalten. Also ich glaube nicht, die Menschen werden restlos aussterben, aber der Durchschnitt wird ersetzt werden. Der durchschnittliche Autofahrer wird ersetzt werden durch das durchschnittliche Google-Auto. Aber ein Sebastian Vettel wird es immer brauchen, denn so schnell, so aggressiv fahren wie er, wird die Maschine wahrscheinlich nicht können. Warten wir es ab. 33 Menschen sind in dem Buch porträtiert, die aus dem Meer herausragen. Wie kommt man zu einem Buch? Ich habe mit Büchern gar nichts zu tun und habe nur fremde Ideen zusammengenommen und kombiniert. Da gab es eine Idee. Ein Geschäftspartner von uns, Georg Stolberg aus Zürich, hat mir mal erzählt, er wollte in seinem Studienraum, wo er Geschäftsberichte liest, die großen Investoren der Welt haben, die auf ihn runterschauen und die ihn sozusagen beflügeln bei seiner Arbeit. Und er wollte das fotografieren lassen. Und da habe ich gesagt, da kenne ich doch jemand, der könnte das super machen. Ich kannte nämlich Michael O'Brien, den hatte ich in Omaha getroffen, bei einer Bücher-Signierstunde, glaube ich, war es, in der Dairy Queen. Und ich dachte, das ist der perfekte Fotograf, um ein solches Konzept in die Realität zu übersetzen. Und er hat die ersten Porträts gemacht und dann wusste ich irgendwie, als wir Charlie Munger fotografiert hatten, das kann was werden. Irgendjemand muss auch die Texte reinschreiben. Ich bin kein Schriftsteller, ich kann das nicht. Wir haben William Green gefunden, der lange Zeit Time Europe zum Beispiel als Herausgeber, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber als Editor betreut hat, ein bekannter Finanzjournalist, der auf der deutschen Seite ergänzt wurde durch Gisela Bauer und Birgit Wettin, die, glaube ich, beide, ich weiß nicht, ob sie schon beide da sind, die einige Porträts übernommen haben. Und die haben sich
Interviews geführt mit diesen Personen, die porträtiert sind, haben tiefe Persönlichkeitsprofile erstellt, kurz, aber sehr prägnant, die Sie in dem Buch finden. Es braucht ein Design. Michael O'Brien sagte, ich kenne einen super Designer in Austin, Texas, der heißt DJ Stout, arbeitet bei der Firma Pentagram. Und können wir mal ein Design machen lassen für das Buch? Das Design war so wunderschön, von dem Schriftsatz her, von dem Layout, von der Typografie, dass ich dachte, das muss man eigentlich so zusammenfügen in dieser Partnerschaft. Es braucht eine Druckerei. Das erzähle ich gleich noch, CPI in Ulm. Es braucht einen Verlag, der das Ganze sozusagen organisiert und macht und verkauft und so weiter. Christian Jund als Inhaber des Finanzbuchverlags und Georg Kodulitsch, der heute da ist, die haben das Projekt betreut und gesagt, ja, wir machen da gerne mit. Wir haben Spaß an so einem Projekt, das ist so außerhalb der Reihe, das wollen wir vorwärts ziehen. Und Produktion steht ja dabei, Akatis, wir haben irgendwie das Ganze angeleiert, am Laufen gehalten, die Termine gesetzt und auch die Rechnungen zum großen Teil auch bezahlt. Und das nennt man dann Produzent und das ist unsere Rolle. Ich wusste nie, was das ist, aber mit den Rechnungen, das habe ich verstanden. Ja, das ist Michael O'Brien, eins der ersten Treffen in Manhattan Beach, eine der ersten Charlie Munger-Konferenzen, die wir da hatten. Und da sitzen wir und diskutieren in The Kettle in Manhattan Beach, das Buchprojekt und ein Jahr vor dem ersten Foto, das gemacht wurde. Und Michael O'Brien ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Das ist ein Bild von ihm aus dem Jahr 1975, Steven Spielberg unter Wasser. Da war er noch nicht bekannt. Das war vor Jaws, bevor der Film rauskam. Und Michael erzählte mir mal, dass er Spielberg dazu überredet hat, doch einfach unter Wasser zu tauchen und er würde ein Unterwasserfoto von ihm machen. Wird er heute wahrscheinlich nicht mehr tun. Aber ich finde das Foto bemerkenswert. Eines der ganz frühen Steven Spielberg-Bilder von Michael O'Brien 1975 aufgenommen. Dieses Bild hat Michaels Leben verändert. Er wird darüber später erzählen. Ein anderes fantastisches Buch, das Michael O'Brien gemacht hat, Obdachlose. Das Buch heißt Hard Ground. Michael ist durch Austin, Texas gefahren, hat sich immer gewundert über die Leute, die am Straßenrand stehen, was das eigentlich für Leute sind. Dann hat er mal angehalten und hat Fotos gemacht. Und diese Profile, der Blick in die Augen dieser Menschen ist so hochgradig spannend, was man liest, wenn man ihnen in die Augen schaut, wenn man die Schicksale dazu liest. Und ich glaube, wir sind nicht allzu weit weg von den großen Investoren. Das sind Querköpfe, Charakterköpfe, die am Straßenrand gelandet sind. Und manche Querköpfe, Charakterköpfe sind hoch erfolgreich geworden. Eine riesige Bandbreite an Persönlichkeiten. Und Michael hat das Talent, ihnen tief in die Augen zu schauen. Michael hat auch Präsidenten und alles Mögliche und Willie Nelson und Tom Waits fotografiert, aber ganz unten in der Gesellschaft und ganz oben hat er fotografiert und ich finde das bemerkenswert. Das ist William Green, der die Texte geschrieben hat in den Geschäftsräumen von Métropole Gestion in Paris. Die beiden Designer, DJ Stout und Barrett Fry von Pentagram. Das war meine erste Begegnung. Ich mache ein paar Fotos einfach so aus dem Familienalbum. Das erste Mal, dass ich wusste, dass Charlie Munger ein Mensch ist, den man anfassen kann. Er stand neben mir in der Kaffeeschlange an dem Kaffeeautomaten, bevor er seinen kleinen Vortrag hielt. Schauen Sie mal, wie wenig Stühle da stehen. Das waren so 100, 200 Leute, die ihm zugehört haben. Inzwischen sind es ja etwa 40.000. Und er stand neben mir und wartete, dass ich meinen Kaffee holte, damit er als Nächster an die Schlange konnte, um sich den Kaffee zu holen. Und dann habe ich gesagt, kann ich mal ein Foto machen? Oder ich habe einfach draufgehalten. Und er ist approachable. Man kann ihm sich nähern. Er ist ein realer Mensch. Und man braucht keine Angst vor ihm zu haben. Aber wie kommt man an ihn ran für eine Fotosession? Da ist Dörte Obert wichtig, links auf der Seite. Dörte ist eine Deutsche aus Frankfurt, aus der Georg-Speyer-Straße. Und irgendwie habe ich sie mal fotografiert auf einer Hauptversammlung, ihr ein Foto geschickt und wir sind in Kontakt gekommen. Und sie hat uns ein wenig die Tür aufgemacht, um bei Charlie Munger einen Fototermin zu bekommen. Wenn Sie ihr einen Gefallen tun wollen, schicken Sie ihr Betmännchen in das Büro von Charlie Munger, die isst sie sehr, sehr gern. Dann hatten wir das erste Shooting in Pasadena und da wusste ich, wir haben einen Ankerpunkt gesetzt in dem Projekt. Wenn wir Charlie Munger haben, können wir von dort aus uns vorwärts arbeiten zu den anderen Investoren. Das war der erste Anker, um zu wissen, dass wir können das Buchprojekt starten.
Hier ist der Fotograf in Aktion. Wir hatten, glaube ich, 2 Stunden mit Charlie. Schwierige Situation für ihn, denn er hatte gerade seine Frau verloren, ist körperlich nicht mehr so fit, aber geistig unglaublich gut drauf. Und ich hatte mich vorbereitet, hat einen deutschen Lieblingsmathematiker, Jacobi, und der zitiert immer, invert, always invert. Also wenn du etwas möchtest, denke immer über das Gegenteil nach, wie du das Gegenteil erreichen kannst, um dann zur richtigen Positivlösung zu kommen. Und ich wollte so flapsig so ein bisschen meine Wikipedia-Kenntnisse über Jacobi da loswerden. Und er hat mich so abgebürstet, weil er so viel mehr wusste und so souverän in dem Thema drin war. Da war er Mitte 80 und ich habe mich so klein gefühlt. Und ich habe plötzlich gemerkt, diese netten Leute, die man so aus der Distanz kennt, sind verdammt kluge Leute. Genial und beeindruckend. Und Manga ist für mich einer der beeindruckendsten Menschen überhaupt und fast ein größeres Vorbild noch als Warren Buffett, weil er eine viel gerundetere, viel breitere Persönlichkeit ist als Buffett selber. Das habe ich Phone Home genannt. Sie kennen das Bild aus E.T., ne? Wenn dieses kleine Fahrrad dadurch gegen den Mond fährt. Das ist Michael O'Brien und Manga in Aktion. So kam das nachher raus im Buch. Sie werden es ja nachher in der Hand halten. Ein wunderbares Porträt von Charlie Manga. Dann kamen die nächsten Meilensteine. Charles Brandis, hier auch wieder der Fotograf in Aktion. Sie sehen, was die Lichtgebung ausmacht für die Qualität eines Bildes. Ich meine, das sind meine Fotos und sie wirken gut, weil Michael das Licht sehr gut gesetzt hat, sodass der Charakter gut in den Gesichtszügen herauskommt. Bruce Greenwald in der gleichen Session. Marty Whitman in New York aufgenommen. Isabel Levy, auch das ist eine kleine Leidenschaft von Michael. Er macht gerne kleine iPad-Fotos, die er dann leicht verfremdet. Neben der großen Kamera hat er noch eine kleine, die immer mitführt. Ein wunderbarer Schnappschuss, den er da hier gemacht hat. Und das sind ein paar von den Augen, die wir nachher sehen werden. Tom Russo, Jean-Marie Evillard, Irving Kahn. Und als wir dann Buffett im Kasten hatten, wusste ich, wir haben sozusagen Anfangspunkt gesetzt, Endpunkt gesetzt und wir könnten jetzt uns der Vollendung des Projektes nähern. Das war um die 2014 ungefähr im Mai. Ja, und dann, ich bin ja Produzent, das heißt, ich habe da eine Rolle zu spielen, die mir auch teilweise ein bisschen fremd ist. Ich musste die Druckfreigabe machen. Das war ein Tag, wo wir in Deutschland wieder mal irgendwie ein Unwetter hatten, der Zug war 3 Stunden zu spät, die ganze Druckereimaschine war am Rollen, also da rollt ja immer so eine Druckerpresse. Und dann komme ich da hin und soll irgendwas sagen. Und da sitzen Experten oder stehen Experten, das sind die Experten vom Verlag und von der Druckerei. Und da komme ich da hin und muss irgendwas freigeben. Da habe ich so eine Lupe genommen und mir das nochmal angeguckt und habe gesagt, eine Spur heller sollte es schon noch sein. Da habe ich gesagt, was passiert jetzt als nächstes? Und er sagt, kein Problem, braucht eine Stunde, dann haben wir es. Wir haben uns eine Stunde zum Kaffee trinken gesetzt, Brezel gegessen. Und nach einer Stunde hatten die das irgendwie neu belichtet oder was sie da auch tun. Und die Maschine lief dann und dann sollte ich eine Unterschrift untersetzen und habe dann abgezeichnet, dass sie jetzt losdrücken dürfen. Und einer von der Druckerei sagte, jetzt weiß ich auch, warum sie so viel Aufmerksamkeit setzen, als er Warren Buffett in dem Buch sah und plötzlich merkte, Mensch, das sind ja die ganz großen Investoren. Also einer aus der Druckerei hatte kapiert, um was es da geht. Und hatte plötzlich verstanden, warum wir so großen Respekt vor den Persönlichkeiten im Buch haben. Ja, und dann läuft die Druckmaschine und zum Glück auf einer Heidelberger. Da haben wir ja auch teilweise die Anleihen von der Heidelberger oder die Aktien. Eine wunderbare Gesellschaft, kann ich nur empfehlen. Die läuft dann und läuft. Und ich glaube, nach 24 Stunden waren die Drucke gemacht. Und dann hat es einige Wochen gedauert, um für die Bindung und für den Einband, bis wir den hatten. Einen Tag vor Omaha waren die Bücher in Omaha verfügbar, dass wir sie dort vorstellen konnten. So ein bisschen leicht auf den letzten Drücker. Es war abends 7, da kamen die Bücher an. Morgens 8 habe ich meinen ersten Vortrag zu dem Thema gehalten. Es fehlt aber ganz viel in dem Buch. Wo sind die ganzen Frauen hin? Wir haben die Isabel Levy im Buch als eine große Investorin. Eine andere Dame wollten wir haben, die heute im Aufsichtsrat von Berkshire Hathaway ist, haben sie nicht bekommen.
Frauen sind in dieser Welt unterrepräsentiert. Was schade ist. Wo ist der Rest von Europa? England fehlt, Italien fehlt, wo ist Asien? Auch dort gibt es Value-Investoren, die wir nicht greifen konnten. Warum sind alle so weiß? Warum ist die Hautfarbe weiß so dominant? Ein bisschen Chinesen, Inder haben wir, aber dunkler wird es eigentlich nicht bei den großen Investoren. Warum ist das so? Ist das ein ethnisches Thema? Haben die weniger Chancen, große Investoren zu werden? Ich weiß es nicht. Mr. Klarman, wir hätten sie so gern drin gehabt. Es gibt ein paar Investoren, die sind hinterhergelaufen und haben keine Antwort bekommen. Seth Klarman ist für mich einer der allergrößten Investoren, der lebenden Investoren. Und er macht sich extrem rar. Wir sind nicht rangekommen an ihn. Wie auch an viele andere tolle Namen, die wir nicht rangekommen sind. Übrigens auch einige deutsche Investoren, die sagten, nein, ich halte mich lieber zurück oder ich möchte nicht oder ich möchte mehr im Hintergrund stehen. Sollen böse Aktivisten auch dabei sein? Diese Aggressiven, diese Raider. Einer ist dabei, aber gehören sie in so ein Buch rein? Sind das Investoren oder nicht? Ich bin da ambivalent. Einen haben wir exemplarisch dabei. Ich weiß nicht, ob sie reingehören. Sollen die kaltherzigen Quants, die mit ihren Computern auch drin sein? Da gibt es Leute wie Ray Dalio oder Simons von Renaissance, Clifford Asness, großartige Denker. Gehören die da rein oder nicht? Ich weiß es nicht. Sind Hedgefondsmanager eigentlich auch Investoren? Zählen die dazu oder spielen die nur mit uns? Und die jungen Talente. Der jüngste ist, glaube ich, 43, das ist Pat Dorsey. Bewusst haben wir auf die Leute gesetzt mit einer Lebensleistung, also die etwas älteren. Aber gibt es die schon? Können wir sie heute schon erkennen? Wer wird morgen oder in 10 Jahren in dem Buch drin sein? Kurz nochmal die Freuden eines Buches. Erstmal negativ, es ist teuer. Es dauert länger als geplant. Kein Termin wird gehalten. Ich werde niemals damit Geld verdienen. Es ist eine extrem unprofitable Geschichte, wenn man das in der Qualität machen möchte. Das Positive, es kommt etwas sehr Schönes, sehr Langlebiges dabei raus. Mein alter McKinsey-Chef Marvin Bauer sagte mal, will it stand the test of time? Wird man das in 5 oder 10 Jahren noch gerne haben wollen? Und ich glaube, das Buch wird den test of time überstehen. Schlussfolgerung, also nie wieder ein Buchprojekt. Eins ist gut. Aber für dieses Projekt hat sich die Mühe gelohnt und es musste irgendwie gemacht werden. Wenn da sonst keiner machen wollte, musste ich es sozusagen vorwärts treiben und es ist etwas Schönes dabei rausgekommen. Wir sehen heute einen der Personen aus dem Buch, Herrn Kaldemorgen, der einen Vortrag über Persönlichkeit und Charakter im Fonderfolg halten wird. Ich fände es bemerkenswert, dass er in der Karriere einen Schritt zurück gemacht hat, um zu investieren und nicht Manager zu sein. Und er wird über typische Charaktereigenschaften sprechen. Stehen Sie auf den letzten Punkt, schauen Sie auf den letzten Punkt. Sturheit als ein Thema. Beharrungsvermögen, das sind alles Dinge, die einen guten Manager ausmachen. Das wird seinen Vortrag heute Nachmittag umreißen. Isabel Levy hatte ich kurz erwähnt. Sie kommt heute aus Paris. Sie spricht über, dass die unabhängige Meinung gegen die Einflüsterungen der Leute, die um einen herum sind, der Investoren oder anderer Investoren, zu sagen, ich muss dagegen halten, wenn ich immer nur gefallen möchte, werde ich langfristig keine gute Leistung erzielen. Michael wird über seine Erfahrung mit Warren Buffett reden. Das Foto, das ich Ihnen zeigte, hat sein Leben verändert und es wird spannend sein, heute mehr von ihm dazu zu hören. Gisela Bauer über die etwa 20 Interviews, die sie mit Buffett geführt hat. Ist er wirklich nur Hamburger und hat er wirklich 1000 Zahlen im Kopf? Ist er so ein Genie? Das soll sie uns nachher erzählen. Und dann das Thema, müssen Chefs verrückt sein? Und da möchte ich ein bisschen ausholen. Wir werden den Dr. Hossi gleich nochmal sehen. Ich komme jetzt zu einem Punkt, zu dem Charakterpunkt nochmal, den ich möchte über eine Viertelstunde nochmal ein bisschen ausweiten. Ich hatte Michael gefragt, waren die Personen, die er fotografiert hat, etwas ungewöhnlich? Und er sagte, ja, die haben alle eine ungewöhnliche Geschichte gehabt. Aus schwierigen Verhältnissen,
aus teilweise ganz armen Verhältnissen hochgekommen, immer Widerstände überwunden, ganz starke Persönlichkeiten. Ich habe William Green gefragt, ob er ungewöhnliche Charaktereigenschaften gesehen hat bei seinen Gesprächspartnern. Er sagte ja. Ja, da waren einige Leute dabei, die waren so ein bisschen abwesend irgendwie. Die haben zwar die dritte Yacht und die vierte Frau, aber irgendwo, die sind nicht in dieser Welt. Irgendwo in deren Kopf passiert etwas, was sich nicht mit uns verbindet. Und dann habe ich ein bisschen angefangen darauf zu achten, ob ich da mehr beobachten kann zu dem Thema. Also psychologische Auffälligkeiten. Ich habe so ein paar Statistiken gemacht und Notizen. Und die ist von vorgestern, vom Handelsblatt 27. Mai. Eine Meldung über diesen Menschen, der die LIBOR-Manipulation gemacht hat. Ein gewisser Tom Hayes. Die Überschrift über den Artikel hieß "Der tiefe Fall eines Magiers und Milchgesichts". Ein richtiger Bubi von der Optik her. Und da steht hier drin, in den Handelssälen hatten seine Kollegen Hayes den Spitznamen Rain Man verpasst. In Anspielung auf den gleichnamigen Kinofilm mit Dustin Hoffman, wo dieser Autist dargestellt ist. Da ist also ein halber Autist, der die LIBOR-Spekulationen sozusagen gesteuert hat und angeleitet hat. Ganz klarer Hinweis, eine psychische Auffälligkeit, die am Kapitalmarkt offensichtlich Erfolg hatte für eine bestimmte Zeit. Und ich habe mal eine Klassifizierung gemacht, das ist an sich drei große Typen. Ich bin kein Psychologe, aber was mir auffällt, an sich drei Charaktertypen. Die Paranoiden, Erfolgsbesessene, das sind die Chefs, die aggressiven, pushigen, brutalen Leute. Gruppe 2, die Soziopathen, die verkaufen ihre Großmutter, um Erfolg zu haben, im Vertrieb zu finden. Gruppe 3, die Autisten, investieren emotionsfrei und unbeeindruckt von der Menge, das sind wir Investoren. Und dann gibt es noch Leute mit Aufmerksamkeitsdefizit, Legasthenik und andere. Ich würde es im Detail noch mal ein bisschen bringen. Den kennen Sie. Machtbesessen aus der Fernsehsendung House of Cards. In der Serie der Leiter des, der Mehrheitschef, also der parlamentarische Chef als Gegenspieler zum Regierungschef. Und er hat immer Blut an den Händen, ist absolut skrupellos, Menschen zu opfern, um seine Karriere am Laufen zu halten. Und das ist eine lebende Gestalt, eine meiner Lieblingspersonen. Kettensäge L. L. Dunlap war in den 90er Jahren sehr berühmt. Kettensäge L oder Rambo in Nadelstreifen. Der ist nachher hochgegangen mit einem Buchführungsskandal bei Sunbeam. Das sind die Leute, die diese Toaster machen und die Mixer. Und da sagt jemand über ihn: Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so manipulativ, rücksichtslos und destruktiv wie Al Dunlap ist. Er hat das Leben und die Seele aus jeder Firma und aus jedem Menschen herausgesaugt. Er hat die Würde, den Zweck und die Bedeutung aus Organisationen herausgezogen und sie mit Furcht und Einschüchterung ersetzt. Und dann noch andere Zitate. Wie schätzt man eine Person ein, die noch nicht mehr zur Beerdigung der eigenen Eltern gegangen ist? Er hat seine Frau mit Gewehren und Messern bedroht und die Scheidung wurde wegen extremer Grausamkeit herbeigeführt. Kettensäge L war mal das ist ein Bild, glaube ich, aus Fortune oder irgendwas, war mal einer der ganz großen Turnaround-Manager in den USA. Und ich erinnere mich noch an ein Foto, da hatte seine Hunde. Wozu brauche ich Freunde, wenn ich Hunde haben kann? Die sind real, diese Leute. Ich meine, das ist keine Witzfigur. Den gibt es, den hat es gegeben. Der hat Firmen zerstört, der hat Menschen zerstört, der hat Karrieren zerstört und wurde teilweise über ein paar Jahre gelobt, bis er schließlich über seine eigene Überheblichkeit gestolpert ist. Es gibt andere. Shockley, der Miterfinder des Transistors. Ich habe das Zitat aus dem Buch The Innovators von Isaacson genommen. Ein Tyrann. Komplex, extrem klug, extrem kompetitiv und er schreibt hier meine Diagnose, er war paranoid. Der hat versucht zu sagen, der Erste zu sein, der den Transistor erfindet, hat Ideen geklaut, hat sich in Pose gesetzt, hat anderen Leuten die Idee praktisch weggenommen. Er gilt heute als Erfinder, Shockley als Erfinder, aber es sind zwei andere Leute, die genauso wesentlich waren für die Erfindung wie er. Und Sie kennen Andy Grove von Intel. Der hat sein Buch sogar so genannt, Only the Paranoid Survive.
Only the Paranoid Survive, weil ich immer getrieben bin, an der Unternehmensspitze die Dinge vorwärts zu treiben und immer die Angst und den Wettbewerb im Rücken spüre. Dann haben wir die Gruppe 2, die Manipulateure. Sie sind oberflächlich, immer grandios. Sie täuschen, sie sind impulsiv, nicht stetig, ziellos, verantwortungslos, skrupellos, frei von jedem Einfühlungsvermögen, verantwortungslos, asozial. Es gibt eine ganze Menge von denen. Das ist ein Originaltext, dessen Quelle ich nicht geben möchte, von einem Investor, der sich beurteilen hat lassen. Und dem wurde gesagt, sie haben den idealen Beruf gefunden. Sie sind zwischen Soziopathie und psychopathisch. Und als Investor sind sie eigentlich perfekt im richtigen Beruf untergekommen. Also das ist nicht fiktiv, das war ein realen Menschen, der dieses Psychologenurteil über sich hat einholen lassen. Und dann habe ich gelesen und geforscht und es gibt überraschend viele Bücher. Links dazu Confessions of a Sociopath von einer Frau geschrieben. Ich weiß nicht, was daran Realität ist. Und Sie sehen die leeren Augen. Da ist keine Seele dahinter. Das ist ein Mensch, der perfekt sich anpasst, perfekt mit Menschen spielt, perfekt Echo und Spiegelbild darstellt, ohne ein eigenes inneres Rückgrat zu haben. Also der perfekte Manipulateur kommt super gut an, charmant bis dort hinaus und hat nur sein Ego, seine eigenen Interessen im Kopf. Und das andere Buch, Schlangen in Anzügen, über Leute in Organisationen, die Leistungen anderer Leute klauen, als ihre eigene darstellen, sich durchmogeln, manipulieren, betrügen, bis sie relativ weit an die Spitze kommen. Absolut zerstörerische Menschen. Und es gibt relativ viel Literatur dazu. Ich nehme mal vielleicht noch eins von denen. Es gibt einen Selbsttest, können Sie Häkchen setzen. Ich kann sehr glatt, einnehmend, charmant und raffiniert sein. Relevante Teile des Geldes, das ich in meinem Leben verdient habe, erwarbe ich durch die gezielte Ausnutzung oder Manipulation anderer. Mir wurde schon öfters gesagt, dass ich mich sehr kalt verhalten kann. Mir wird nicht leicht langweilig. Ich führe ein nomadenhaftes Leben. Es fällt mir schwer, langfristige Beziehungen einzugehen. Ich kann von Bewunderung und Anerkennung nicht genug bekommen. Typische Selbsttest-Checks für Soziopathen. Ja, und die kennen wir. Das ist Bernie Kornfeld, der IOS damals in den Abgrund geführt hat. SK in Sachsenhausen mit ihren sausenden Partys. Sie kennen den Herrn, Bernie Madoff, ein typischer Einschmeichler, der in der jüdischen Community, der Ostküsten-Community der USA, Gelder systematisch durch Ähnlichkeit-Projektion abgesaugt hat, indem er sozusagen Spiegelbild war der Leute, die ihm sein Geld anvertraut haben, hat er ihr Vertrauen geholt und skrupellos genommen. Und solche Fälle gibt es öfters. Ich denke, bei den Amish in den USA gab es solche Betrüger, die sozusagen die Identität annehmen, der Gruppe um sie herum und die Leute kalt ausnehmen. Und bei den Sinti-Roma in Deutschland genauso. Jemand aus dem eigenen Umfeld, der manipulativ sozusagen Identitäten annimmt und Geld betrügt. Den kennen Sie, Florian Homm. Immer auf der Flucht, nun der geläutet, hat Jesus gefunden. Ich glaube davon nichts. Ein skrupelloser, egoistischer, menschenverachtender Manipulateur in meiner Ansicht. Den kennen Sie, Middelhoff, der Fensterspringer. Hat meine Kunden um Geld betrogen, indem er zum Beispiel die Immobilien aus Karstadt rausgeholt hat, zusammen mit Goldman Sachs, sozusagen als Manager ein Firmenvermögen herausgeholt hat. Skrupellos, manipulativ, egozentrisch und für uns normale Menschen überhaupt nicht verständlich. Helge Achenbach, meine kleinen Collagen, er ist ein Kunsthändler, verurteilt, das sind seine kleinen Rechnungsmanipulation, wo er mit der Schere und dem Klebemittel die Zahlen leicht verändert hat. Und er hat auch versucht, meine Frau zu betrügen mit einem Überweisungsbetrug. Vor 20 Jahren schon. Die Leute halten sich ganz schön lange, bis sie endgültig auffliegen. Hoeneß kann ich schwer beurteilen, aber für ihn gelten auch die Regeln der anderen nicht. Wenn Sie mal darauf achten, es gibt verdammt viele von diesen Soziopathen in der Gesellschaft. Wenn ich jetzt klassifizieren kann, fällt es mir auch leichter, die zu identifizieren. Und einziger Rat ist, weit weg davon bleiben. Und dann kommen wir zu uns, die einsamen Entscheider. Und ein Lieblingssatz, den ich mag von Buffett, der zitiert
Emerson: "It is easy in the world to live after the world's opinion. It is easy in solitude to live after our own. But the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude." Also, es ist leicht, in der Welt nach der Welt zu leben. Es ist leicht, als Eremit für sich ein Leben zu führen. Aber sehr schwer, umgeben von anderen Menschen eine eigenständige Meinung zu haben und zu halten. Das ist einer meiner Lieblingssätze, unglaublich schön formuliert, meiner Ansicht nach. Und von Buffett immer wieder auch gebracht. Und das sind alles Einzelgänger. Charlie Munger sagt, invert, always invert. Tu immer das Gegenteil oder denke über das Gegenteil nach von dem, was du tun möchtest, um das Richtige zu finden. Buffett sagt, be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy. Stelle dich gegen die Menge, heißt das auf gut Deutsch. Howard Marks sagt, man kann nicht das Gleiche machen wie andere und erwarten, besser zu sein. Und er sagt, die Bottomline, also der Strich ist, es ist nicht, ob man wagt, anders zu sein, sondern ob man den Mut hat, dumm auszusehen, wenn man zu seiner eigenen Meinung steht. Sozusagen gegenüber Dritten temporär wie ein Dummkopf dazustehen, weil man ein ganz klares Prinzip hat, das nicht mengenkonform ist. Und darum auch eine kleine Paradoxie, wenn wir in Omaha sind, 42.000 Einzelgänger, die sich dort versammeln, das ist ein Herdenkult. Wenn es wirklich Einzelgänger wären mit konträrer Meinung, würden sie nicht 42.000 sammeln. Ich glaube, die wahren Einzelgänger finden wir dort auch nicht, sondern irgendwo in der Provinz, in irgendwelchen kleinen Büros, und die sagen, ich lese lieber meine Geschäftsberichte. Buffett ist ein Außenreißer. Sie sehen das hier in der Verteilung der Investmentfonds über mit 30 Jahre Performance rechts außen. Sie sehen es auch bei Aktien, wenn man die Berkshire Hathaway Aktien nimmt über 30 Jahre, ganz rechts außen in der Verteilung. Ich kann dieses Ergebnis nicht erzielen, wenn ich bin wie alle anderen. Dann kann ich so ein bisschen links und rechts der Mitte sein. Aber Extremergebnisse gehen wirklich nur dann, wenn ich extreme Meinungen einnehme und die ganz hart durchhalte. Das kommt gleich nochmal. Ich habe selber eine Umfrage gemacht in einer Investorenrunde. Dort haben wir die Performance des letzten Jahres genommen. 2014, es waren 20 Leute ungefähr. Und es gab zwei, die sagten, ich habe über 40% gemacht und 50%. Und einen habe ich mal gefragt, und er sagte mir, ja, meine Freundin sagt schon, dass ich ein wenig wunderlich bin und mein Neffe ist autistisch veranlagt. Und diesen extremen Ausreißer dort, da sind gewisse Spuren von Asperger oder Autismus drin. Sonst könnten diese Leute nicht solche scharfen Urteile treffen, unbeeinflusst von der Menge und sie auch durchziehen. Sie kennen das selber von dem Buch The Big Short. Da haben wir den Herrn Buri, der den Subprime-Skandal im Grunde aufdeckte, ein ganz klarer Autist oder Asperger-getriebener, der einfach diese 300-seitigen Geschäftsberichte einen nach dem anderen durchgelesen hat. Ich würde das nicht schaffen. Dazu braucht es diese autistische Mentalität. Mark Zuckerberg, über den wird gesagt, der hat Asperger. Peter Thiel sagt das über manche von diesen Startups autistisch. Craigslist, Asperger. Also man sieht das in dieser Gründerszene relativ häufig. Den hat man schon. Ich mache es ein bisschen schneller jetzt. Und es gibt sogar Arbeitsvermittler, die sich auf Autisten konzentrieren, die für spezielle Aufgaben vermitteln, wenn man diese psychischen Eigenschaften hat. Also, Legastheniker fehlen noch. Linkshänder übrigens fehlen auch. Amerikanische Präsidenten, übermäßig viele Linkshänder dabei. Also, wenn wir genau hinschauen, überall kleine Besonderheiten, die diese Menschen zu Außenseitern machen und damit auch zu Spitzenleistungen befördern. Es gibt wenig Forschung zu diesem Thema. Das hat der Dr. Hossi auch gesagt, weil wir ja normal operieren. Ein Manager, der herausragt in psychologischer Hinsicht, ist nicht Untersuchungsgegenstand für die Forschung. Und darum gibt es ganz, ganz wenig Material dazu, das man nachlesen kann. Und das wird eben das Thema sein von Dr. Hossip heute Nachmittag. Und ich glaube, es wird sehr amüsant und vergnüglich sein, so ein bisschen seine Ansichten zu sehen. Zum Abschluss gehen wir dann heute Abend zum Essen und zum Weintrinken. Und ich möchte nochmal sagen, wie intensiv die ganze Mannschaft von Akatis an dem Thema gearbeitet hat, Ihnen auch den Abend gut zu machen. Hier unsere Weinprobe, um den besten Wein
zu finden. Wir haben den in der Mitte gewählt und ich hoffe, heute Abend werden Sie davon genießen können. So viel, ich danke Ihnen im Namen des Investmentteams, des Vertriebsteams und des gesamten Akkadis-Teams, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Ich habe Ihnen die Highlights von heute Nachmittag gezeigt und von heute Vormittag und ich freue mich jetzt, dass wir tiefer einsteigen können in die nächste Ebene der Diskussion.